Herzlich willkommen zur 103. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In der letzten Folge hatte ich gezeigt, dass die Funktion fk von t, und fk von t wurde dort definiert als Sinus k mal Omega t und gk von t, die wurde definiert als Cosinus von k Omega t mit der Kreisfrequenz Omega gleich 2pi durch t, dass diese Funktion für jedes k-Element der natürlichen Zahlen inklusive der Null t-periodische Funktionen sind. Wir wollen jetzt das Funktionensystem betrachten, das heißt die Menge bestehend aus all diesen Funktionen, nämlich Sinus k Omega t und Cosinus k Omega t. Und zwar für jedes beliebige k-Element der natürlichen Zahlen inklusive der 0. Für k gleich 0 erhalten Sie dort die ersten beiden Elemente, setzen Sie k gleich 0 ein. Sinus von 0 ist 0 und Cosinus von 0 ist 1. Für k gleich 1 erhalten Sie Sinus Omega t und Cosinus Omega t. Und für k gleich 2 entsprechend dann Sinus 2 Omega t und Cosinus 2 Omega t. Und das geht jetzt bis ins Unendliche so weiter. Dieses Funktionssystem hat eine interessante Eigenschaft. Die möchte ich jetzt zunächst einmal in dem folgenden Satz zusammenfassen. Also Satz: Für Omega gleich 2 Pi geteilt durch t. Und k bzw. l seien irgendwelche natürlichen Zahlen inklusive der 0, gelten die folgenden Orthogonalitätsrelationen. Die erste Orthogonalitätsrelation wäre die folgende, und zwar 2 dividiert durch t mal dem Integral von 0 bis t Cosinus k Omega t mal Sinus mal Cosinus l Omega t dt. Dieses Integral kann drei verschiedene Werte annehmen, und zwar den Zahlenwert 2 für den Fall, dass k gleich l gleich 0 ist, und den Zahlenwert 1 für den Fall, dass ebenfalls k gleich l aber größer als 0 ist, und den Zahlenwert 0 für alle k, die ungleich l sind. Und die zweite Orthogonalitätsrelation lautet 2 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t. Jetzt betrachten wir das Produkt der Sinusfunktion, nämlich Sinus k Omega t mal Sinus l Omega t dt. Dieses Integral kann jetzt zwei Werte annehmen, und zwar einmal den Wert 0 für den Fall, dass k gleich l gleich 0 ist, und den Zahlenwert 1 für den Fall, dass k ebenfalls wieder gleich l ist, aber größer als 0. Und wieder den Zahlenwert 0 für den Fall, dass k ungleich l ist. Und die letzte und dritte Orthogonalitätsrelation bezieht sich jetzt auf ein Produkt von Sinus- und Cosinusfunktion. 2 dividiert durch t mal dem Integral von 0 bis t Cosinus k Omega t mal Sinus l Omega t dt. Und dieses Integral ist immer 0, und zwar für alle k bzw. l Element aus den natürlichen Zahlen inklusive der 0. Warum diese drei Formeln als Orthogonalitätsrelation bezeichnet werden, wird erst im Zusammenhang mit der linearen Algebra verständlich. Und ich werde das in einem späteren Video noch nachholen. Bevor wir uns jetzt mit dem Beweis dieses Satzes beschäftigen können, brauchen wir jetzt einige Additionstheoreme, um die Produkte der trigonometrischen Funktionen, die in den Integranden vorkommen, in eine Summe von trigonometrischen Funktionen zu überführen.
In dem Video Nummer 73 habe ich ein Additionstheorem für die Kosinusfunktion hergeleitet. Das lautete Kosinus von x plus y lässt sich schreiben als Kosinus x mal Kosinus y minus Sinus von x mal Sinus von y. Das ist meine erste Gleichung hier. Und was wir jetzt tun ist, wir setzen in diesem Additionstheorem das y einfach mal durch minus y. Dann erhalten wir Cosinus von x mal Cosinus von minus y. Und da die Cosinusfunktion eine gerade Funktion ist, heißt das, dass Cosinus von minus y dasselbe ist wie Cosinus von y. Minus Sinus von x mal Sinus von minus y. Und da die Sinusfunktion eine ungerade Funktion ist, gilt Sinus von minus y ist minus Sinus von y. Und das Minuszeichen berücksichtige ich dadurch, indem ich hier vor diesem Summanden ein Pluszeichen jetzt setze. So, und jetzt können wir diese beiden Gleichungen beispielsweise einmal addieren. Also wir bilden jetzt Gleichung 1 plus Gleichung 2. Und das hat dann zur Folge, auf der linken Seite erhalten wir Cosinus von x plus y plus Cosinus von x minus y. Und auf der rechten Seite heben sich die Sinusterme gerade heraus, sodass wir hier erhalten bei der Addition 2 mal Cosinus x mal Cosinus y. Dies ist mein erstes Additionstheorem. Das werden wir dazu benutzen, um den Integranden, der aus dem Produkt zweier Kosinusfunktionen besteht, nachher umzuwandeln in eine Summe von zwei Kosinusfunktionen. Dann können wir auch die zweite Gleichung minus der ersten Gleichung einmal nehmen. Wenn wir das machen, erhalten wir folgendes Additionstheorem. Auf der linken Seite entsteht Cosinus x minus y minus Cosinus von x plus y. Und auf der rechten Seite heben sich jetzt die Cosinus-Ausdrücke gerade heraus. Es bleibt insgesamt übrig 2 mal Sinus von x mal Cosinus mal Sinus von y. Entschuldigung. Sinus von x mal Sinus von y. Das ist unsere zweite Gleichung. Wir hatten auch im Video Nummer 73 ein Additionstheorem für die Sinusfunktion hergeleitet. Und zwar gilt, das ist die dritte Gleichung jetzt, Sinus an der Stelle x plus y können wir schreiben als Sinus von x mal Cosinus von y plus Cosinus von x mal Sinus von y. Ersetzen wir auch hier das y durch minus y, dann erhalten wir hier die vierte Gleichung. Es entsteht dann Sinus von x minus y. Auf der rechten Seite erhalten wir dann Sinus von x mal Cosinus von minus y. Und da die Cosinusfunktion ja bekanntlich eine gerade Funktion ist, gilt Cosinus von minus y ist dasselbe wie Cosinus von plus y. Dann erhalten wir Cosinus von x im zweiten Summanden und aus Sinus y wird jetzt Sinus von minus y. Und da die Sinusfunktion ungerade ist, gilt Sinus von minus y ist minus Sinus von plus y. Und das Minuszeichen berücksichtige ich jetzt dadurch, indem ich hier vor diesem Summanden ein Minuszeichen setze. Und wir erhalten dann schließlich diese Gleichung. Hier möchte ich jetzt mal diese beiden Gleichungen auch ebenfalls addieren, also 3 plus 4 berechnen. Das liefert dann auf der linken Seite Sinus von x plus y plus Sinus von x minus y. Und auf der rechten Seite, wenn wir diese beiden Gleichungen addieren, heben sich die beiden letzten Summanden hier bei der Addition gerade heraus und wir erhalten dann 2 mal Sinus von x mal Cosinus von y. Das sei mal die dritte Gleichung. Diese drei neuen erzeugten Additionstheoreme werden wir im folgenden Beweis gleich benutzen. Und zwar wollen wir ja die Produkte der trigonometrischen Funktion in den Integranden überführen in eine Summe von trigonometrischen Funktionen. Also Beweis. Zur ersten Aussage, zu 1.
Was war die erste Aussage noch einmal? Schauen wir uns die nochmal an. Die erste Orthogonalitätsrelation besagt, das Integral über die beiden Kosinusfunktionen ergibt entweder den Wert 2, wenn k gleich l gleich 0 ist, oder 1, wenn k gleich l größer 0 ist, beziehungsweise 0 für alle k, die ungleich l sind. Und das erste Integral möchte ich jetzt mal abkürzen hier mit j1. Und was wir jetzt machen ist, die 2, die ja vor dem Integral im Zähler steht, die können wir auch in das Integral hier mit hineinschreiben. Dann erhalten wir also, J1 ist das Integral, ist 1 dividiert durch t mal dem Integral von 0 bis t, 2 mal Cosinus von k Omega t mal Cosinus von l Omega t, dt. Und nun benutzen wir das erste Additionstheorem. Wir können das Produkt dieser beiden Cosinusfunktionen ja schreiben als Summe. Das liefert dann hier 1 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t. Wir müssen jetzt schreiben Cosinus von x plus y, also Cosinus von k Omega t plus l Omega t. Und dort kann ich das Omega t ausklammern. Wir halten dann also k plus l in Klammern mal Omega t plus Cosinus von x minus y, das würde bei uns also hier liefern, Cosinus von k Omega t minus l Omega t, auch hier klammere ich wieder das Omega t aus, wir halten also k minus l mal Omega t und das Ganze dt. Und dieses Integral lässt sich jetzt wesentlich einfacher berechnen als das Integral oben mit den Produkten dieser beiden Cosinusfunktionen. Wir betrachten jetzt zunächst einmal den ersten Fall. Und zwar der erste Fall sei der Fall, dass k gleich l gleich 0 ist. Was erhalten wir dann für das Integral j1? Das ist 1 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t. Ja, setzen Sie k gleich l gleich 0 hier ein, erhalten Sie Cosinus von 0 plus Cosinus von 0 im Integranten. Und Cosinus von 0 ist ja bekanntlich 1, sodass hier 1 plus 1 steht, also 2 dt. Und die Stammfunktion von 2, ja, die ist, glaube ich, trivial. Das ist 2 mal t in den Grenzen von 0 bis t. Und mit dem Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung erhalten Sie hier also 1 durch t mal die Stammfunktion an der oberen Grenze, also 2 t minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, 2 mal 0 ist 0, sodass hier insgesamt 2 rauskommt. Den zweiten Fall, den wir uns jetzt anschauen, ist der Fall, dass k ebenfalls wieder gleich l ist, aber diesmal größer als 0. Und wir bedenken, Omega war ja definiert als 2pi durch t. Das ist äquivalent zu Omega mal groß t ist gleich 2pi. Das werden wir hier gleich benötigen. Dann erhalten wir für das Integral j1 ist gleich 1 durch t, Integral von 0 bis t. Und wir setzen jetzt k gleich l ein. Dann ist die erste Kosinusfunktion, oder die erste Kosinusfunktion geht dann über in Kosinus von 2k Omega t plus, und die zweite Kosinusfunktion, ja, weil k gleich l ist, steht dort Kosinus von 0 und das ist gerade 1. So, die Stammfunktion kann man hier, glaube ich, sofort hinschreiben. Die Stammfunktion von Cosinus 2k Omega t liefert irgendwas mit dem Sinus. 1 dividiert durch 2k Omega mal Sinus von 2k Omega t. Denn wenn Sie den Sinus ableiten, erhalten Sie ja gerade wieder den Cosinus. Und mit der inneren Ableitung, die würde hier 2k mal Omega liefern. Die innere Ableitung kürzt sich dann mit dem Vorfaktor hier gerade heraus. Und die Stammfunktion von 1 ist ja bekanntlich t. Das Ganze in den Grenzen von 0 bis t. Dann erhalten wir mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung die Stammfunktion an der oberen Grenze ausgewertet, liefert 1 dividiert durch 2k Omega mal Sinus von 2k mal Omega mal groß t. Omega mal groß t können wir aber sofort ersetzen durch 2pi. Das hatten wir ja oben ja gesehen hier. Plus t
minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, setzen Sie die 0 ein, Sinus von 0 ist 0 und setzen Sie für t die 0 ein, kommt auch 0 heraus, also an der unteren Grenze kommt einfach 0 heraus. Und wir wissen, dass jedes ganzzahlige Vielfache von 2π für die Sinusfunktion gerade den Wert 0 liefert, denn das sind ja gerade die Nullstellen der Sinusfunktion. So dass hier insgesamt eigentlich nur noch rauskommt, 1 dividiert durch t mal groß t und das liefert gerade 1. Bleibt jetzt noch der dritte Fall zu untersuchen. Der dritte Fall ist der, dass k ungleich l ist und wir bedenken wieder, dass Omega mal t gerade wieder 2π ist. Dann erhalten wir für das Integral j1 gleich 1 dividiert durch t mal, und ich schreibe jetzt gleich die Stammfunktion hin, für diesen Integranten hier. Aus Cosinus wird dann ein Sinus, und wir betrachten hier den Vorfaktor noch, 1 dividiert durch k plus l mal Omega mal Sinus von k plus l mal Omega t plus, ja, die zweite Kosinusfunktion liefert dann wieder ein Sinus in der Stammfunktion. 1 dividiert durch k minus l Omega t Omega mal Sinus von, in Klammern, k minus l mal Omega t. Und das Ganze in den Grenzen von 0 bis t. So, wir setzen jetzt also die obere Grenze zunächst einmal ein. Das liefert dann 1 dividiert durch t. Obere Grenze eingesetzt, liefert 1 geteilt durch k plus l mal Omega mal Sinus von k plus l mal Omega mal groß t und das ist gerade wieder 2π. Ja, das ist ja immer so, Omega mal groß t ist 2π. Plus 1 dividiert durch k minus l mal Omega mal Sinus von k minus l mal Omega mal groß t, das können wir wieder durch 2π ersetzen. Minus die Stammfunktion an der unteren Grenze und setzen Sie die 0 ein, dann entsteht hier jeweils Sinus von 0 und Sinus von 0 ist gerade 0, sodass an der unteren Grenze hier im Prinzip nichts mehr hinzukommt, also die 0. Wir bedenken wieder, jedes ganzzahlige Vielfache von 2π liefert für die Sinusfunktion gerade den Zahlenwert 0, weil das gerade die Nullstellen sind der Sinusfunktion. So dass hier von diesem Integral im Prinzip nichts mehr übrig bleibt, wir halten also 0. Und damit wäre die erste Orthogonalitätsrelation jetzt bewiesen. Kommen wir zur zweiten Aussage. Wie war die zweite Aussage nochmal? Wir müssen jetzt das Produkt der Sinusfunktion untersuchen im Integral und dort kommt 0 heraus, wenn k gleich l gleich 0 ist. Es kommt 1 heraus, wenn k gleich l größer 0 ist und es kommt 0 heraus für alle k, die ungleich 0 sind. Ja, das Integral möchte ich hier mit j2 bezeichnen und auch hier werden wir wieder die 2, die vor dem Integral hier im Zähler steht, in das Integral mit hineinbringen. Und dieses Integral möchte ich, wie gesagt, jetzt als J2 bezeichnen. Also, J2 ist dann 1 dividiert durch T, das Integral von 0 bis T, 2 mal Sinus K Omega T mal Sinus von L Omega T. dt. Und wir benutzen jetzt hier das zweite Additionstheorem, also die zweite Formel von oben, die ich hier rot eingerahmt habe. Das Produkt dieser beiden Sinusfunktionen können wir auch schreiben, wenn Sie die zweite rote eingerahmte Formel sich hier anschauen, als Cosinus x minus y minus Cosinus x plus y. Also liefert das hier 1 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t, Klammer auf. So, Cosinus von x minus y liefert hier Cosinus von k Omega t minus l Omega t. Das Omega t klammere ich wieder aus, sodass wir hier halten k minus l mal Omega t.
minus den Cosinus von x plus y, das liefert hier k Omega t plus l Omega t, auch hier klammere ich das Omega t wieder aus, also erhalten wir k plus l in Klammern Omega t dt. So, wir betrachten hier wieder den ersten Fall, genauso wie oben eben den Fall, dass k gleich l gleich 0 ist. Dann geht unser Integral j2 über in 1 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t. Ja, k ist gleich l und gleich 0. Das bedeutet, wir halten hier Cosinus von 0 minus Cosinus von 0. Das gibt einfach 0 dt. Und ein Integral über 0 ist ja bekanntlich 0. Der zweite Fall ist jetzt der Fall, dass wieder k gleich l ist, aber diesmal größer als 0. Und wir bedenken noch, Omega mal groß t ist hier wieder 2pi. Dann geht das Integral über in j2 gleich 1 durch t, Integral von 0 bis t. Wenn k gleich l ist, liefert der erste Cosinus grad Cosinus von 0 und das ist 1. Minus, wenn k gleich l ist, liefert der zweite Cosinus gerade Cosinus von 2k Omega t dt. Die Stammfunktion wäre dann, ja, das kann man einfach hier so hinschreiben, die Stammfunktion von 1 wäre hier t und von minus Cosinus ist das minus 1 dividiert durch 2k Omega Sinus von 2k Omega t in den Grenzen von 0 bis groß t. Ja, verwenden wir wieder den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Wir werten also die Stammfunktion an der oberen Grenze aus. Dann erhalten wir für die obere Grenze groß t minus 1 durch 2k mal Omega mal Sinus von 2k Omega mal groß t dürfen wir setzen wieder durch 2pi. Minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, setzen Sie hier die 0 ein für t jeweils, erhalten Sie also nichts mehr, also minus 0. Und wir bedenken wieder, dass das ganzzahlige Vielfache von 2pi für die Sinusfunktion immer wieder den Wert 0 liefert, weil das gerade die Nullstellen der Sinusfunktion sind. So dass hier letztendlich überbleibt 1 dividiert durch t mal groß t und das ist gerade 1. Betrachten wir jetzt hier noch den dritten und letzten Fall. K ist jetzt ungleich L und Omega mal T ist wieder 2pi. Dann liefert das Integral J2 1 dividiert durch T und wir bilden jetzt von diesem Ausdruck sofort die Stammfunktion. Das liefert ja alles wieder Sinusausdrücke hier. Im ersten Cosinus erhalten wir für den ersten Cosinus 1 dividiert durch K minus L mal Omega mal Sinus von K minus L Omega T. Minus 1 dividiert durch K plus L Omega mal Sinus von K plus L Omega T. Und das Ganze in den Grenzen von 0 bis T. Ja, wir verwenden hier wieder den Hauptsatz. Wir setzen also die obere Grenze ein. Das liefert dann 1 dividiert durch T mal 1 dividiert durch K minus L mal Omega mal Sinus von K minus L mal Omega mal groß T und Omega mal groß T ist wieder 2pi. Minus 1 dividiert durch K plus L mal Omega mal Sinus von K plus L mal Omega mal groß T, das gibt gerade wieder 2pi. Minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, setzen Sie die 0 dort ein. Sinus von 0 gibt jeweils hier 0, also minus 0 insgesamt. Und wir bedenken wieder, jedes ganzzahlige Vielfache von 2pi liefert für den Sinus wieder den Zahlenwert 0, sodass hier im Prinzip nichts mehr übrig bleibt. Wir erhalten hier den Wert 0. Kommen wir zur letzten Orthogonalitätsrelation, also zu 3. Was ist dort zu zeigen? Das Integral über Cosinus mal Sinus ist immer 0
für alle k und alle l Element der natürlichen Zahlen inklusive 0. Auch hier bringen wir wieder die 2, die vor dem Integral steht, in den Integranten mit rein. Die umrahme ich immer blau. Die ziehen wir also hier rein zunächst einmal. Und dieses Integral, das möchte ich jetzt mit J3 bezeichnen. Wir halten dann für das dritte Integral J3 ist 1 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t, 2 mal Cosinus von k Omega t mal Sinus von L Omega t dt. So, was machen wir jetzt? Wir benutzen jetzt das dritte Additionstheorem, wo wir den Cosinus mal Sinus überführen können in eine Summe von zwei Sinusfunktionen, wie Sie sehen. 2 mal Sinus x Cosinus y liefert ja Sinus x plus y plus Sinus x minus y. Und dieses Additionstheorem werden wir jetzt hier verwenden. Das heißt, wir halten dann hier 1 dividiert durch t, Integral von 0 bis t, mal Sinus x plus y liefert bei uns Sinus von k Omega t plus L Omega t. Das Omega t können wir hier wieder ausklammern in der Form hier. Plus der Sinus von x minus y, das liefert also hier dann k minus L mal Omega t dt. Wir betrachten hier wieder den ersten Fall, nämlich den Fall, dass k gleich L gleich 0 ist. Dann geht das Integral J3 über in 1 dividiert durch t, Integral von 0 bis t. Ja, wenn k gleich L gleich 0 ist, dann steht dort Sinus von 0 mal. Ich habe hier, glaube ich, einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Hier muss ein Plus stehen. Im ersten Summanden vom Integranten. K plus L Omega t muss dort stehen. Entschuldigung, das ist ein kleiner Fehler gewesen. Auf jeden Fall, wenn Sie hier k gleich L gleich 0 einsetzen, erhalten Sie Sinus von 0 plus Sinus von 0. Das gibt insgesamt im Integranten eine 0. Und das Integral über 0 ist ja immer 0. Der zweite Fall ist dann wieder der Fall, dass k ebenfalls wieder L ist, aber größer als 0. Und wir betrachten wieder Omega mal groß t ist 2 Pi. Dann geht das Integral über in J3 ist 1 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t. Ja, wir setzen jetzt also k gleich L ein. Dann lautet die erste Sinusfunktion Sinus von 2k Omega t. Und wenn k gleich L ist, wird der zweite Sinus, also steht dort Sinus von 0. Und Sinus von 0 brauchen wir gar nicht hinschreiben. Das ist ja einfach 0. Also halten wir hier nur noch dt. Die Stammfunktion, ja, wie lautet die? Sinus integriert gibt sowas wie Minus Cosinus, allerdings mit dem Vorfaktor hier. 1 dividiert durch 2k Omega. Cosinus von 2k Omega t in den Grenzen von 0 bis t. Denn wenn Sie Cosinus ableiten, erhalten Sie ja Minus Sinus, sodass das gesamte Vorzeichen schon mal positiv wird. Und die innere Ableitung, die entstehen würde, würde 2k mal Omega lauten. Und dieses 2k mal Omega kürzt sich gerade mit dem Vorfaktor hier weg. Wenden wir jetzt hier an den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Das heißt, wir setzen die obere Grenze hier ein für t. Dann erhalten wir minus 1 durch 2k mal Omega mal Cosinus, Klammer auf, 2k Omega mal groß t und Omega mal groß t ist wieder 2pi. Minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, das gibt dann ein positives Vorzeichen, weil minus mal minus ist ja plus. Dann erhalten wir hier Cosinus von 0. Und nun wissen wir, Cosinus von 0 ist ja 1 und jedes ganzzahlige Vielfache von 2pi liefert dem Cosinus ebenfalls 1. So dass sich der gesamte Klammerinhalt hier letztendlich auflöst. Wir halten hier das Ergebnis 0. Betrachten wir jetzt den letzten Fall, also den dritten Fall, nämlich k ist ungleich L und Omega mal t soll wieder 2pi sein.
dann geht das Integral J3 über in 1 dividiert durch t. Und ich schreibe jetzt mal gleich die Stammfunktion von diesem Integranten hier oben hin. Wir halten, ja, Sinus integriert gibt zunächst einmal minus Cosinus, in unserem Fall minus 1 durch k plus l in Klammern mal Omega mal Cosinus von k plus l mal Omega t. Minus 1 durch k minus l mal Omega mal Cosinus in Klammern k minus l mal Omega t. Und das Ganze in den Grenzen von 0 bis t. So, das ist jetzt etwas Schreibarbeit. Wir setzen also zunächst einmal die obere Grenze hier ein. Das liefert dann 1 dividiert durch t, Klammer auf, minus 1 dividiert durch k plus l mal Omega mal Cosinus von k plus l mal Omega mal groß t, und das ist gerade wieder 2 Pi. Minus 1 dividiert durch k minus l mal Omega mal Cosinus von k minus l in diesem Fall mal Omega mal groß t, und das ist gerade wieder 2 Pi. Minus die gesamte Stammfunktion an der unteren Grenze, dann halten wir schon mal ein Pluszeichen, weil Minus mal Minus gibt ja Plus. 1 dividiert durch k plus l mal Omega mal, ja, wenn wir die 0 jetzt einsetzen, halten wir Cosinus von 0. Und dann noch den zweiten Ausdruck, der ja noch verbleibt. 1 dividiert durch k minus l mal Omega mal Cosinus von 0. Wir wissen, Cosinus von 0 ist ja 1 jeweils. Und wir wissen auch, jedes ganzzahlige Vielfache von 2π liefert für den Cosinus ebenfalls immer 1. Und wenn Sie sich das genau anschauen, heben sich hier alle Summanden jetzt hier offensichtlich weg. Also im Prinzip dieser mit dem hier und der mit dem. So dass hier insgesamt offensichtlich gerade wieder 0 herauskommt. Und damit ist jetzt endlich dieser Satz bewiesen. Im letzten Video wurde das reelle trigonometrische Polynom n-ten Grades eingeführt durch phi n von t ist gleich die endliche Summe von k gleich 0 bis n über ak mal Cosinus von k Omega t plus bk mal Sinus k Omega t. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, lassen sich diese Koeffizienten ak und bk aus diesem trigonometrischen Polynom vielleicht auch berechnen? Und die Antwort auf diese Frage ist ja. Und zwar schauen wir uns dazu zunächst einmal folgenden Fall an. Wir betrachten einmal im ersten Fall jetzt Zahlen L, die positiv sind, größer als 0 sind, aber kleiner gleich n sein sollen. Und was wir jetzt machen, wir schauen uns mal an, was liefert eigentlich folgender Ausdruck, nämlich 2 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t über das trigonometrische Polynom phi n von t mal Sinus von L Omega t dt. So, und jetzt setzen wir mal für phi n von t unsere Definition ein, also die Summe k gleich 0 bis n über ak mal Cosinus k Omega t plus bk mal Sinus k Omega t. Multipliziert dann noch mit dem Sinus das Ganze, also Sinus von L Omega t dt. Und was wir jetzt machen ist, wir können ja diesen Sinusausdruck hier rein multiplizieren in diese Summe.
und damit die ganzen Klammern ausmultiplizieren, weil ja die Summe über den Index k läuft und in dem Sinus, den wir hier stehen haben, tritt das k nicht auf, ist also eine Konstante bezüglich dieser Summation. Wir können also das Sinus L Omega T zunächst einmal in die Summe rein multiplizieren und können dann noch die Summation mit der Integration vertauschen. Wenn wir das tun, erhalten wir hier folgenden Ausdruck. Das ist die Summe von k gleich 0 bis n. Also wie gesagt, ich vertausche die Summation mit der Integration. Dann können wir das ak, weil es eine Konstante ist, auch vor das Integral ziehen. Wir können also schreiben, das ist ak mal 2 dividiert durch t, Integral von 0 bis t über Cosinus k Omega t, multipliziert mit Sinus von L Omega t dt plus, der zweite Summand wäre dann bk multipliziert mit 2 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t von Sinus k Omega t mal Sinus L Omega t dt. So, und nun sehen Sie, was bringen uns jetzt die Orthogonalitätsrelation, die wir oben hergeleitet haben. Und zwar sehen wir aufgrund der obigen Orthogonalitätsrelation, dieses erste Integral hier ist immer 0 für alle k und alle l aus der Menge der natürlichen Zahlen. Das zweite Integral hier kann zwei Werte annehmen, und zwar einmal 1 für den Fall, dass k gleich l ist. Bedenken Sie, den Fall l gleich 0 haben wir hier oben ausgeschlossen. Wir haben ja vorausgesetzt, l ist größer 0, also irgendeine natürliche Zahl, die größer als 0 ist. Dann kann hier 1 rauskommen, falls k gleich l ist, oder 0 für den Fall, dass k ungleich l ist. Das bedeutet, von dieser ganzen Summe, was bleibt da eigentlich nur noch über? Nur noch dieser eine Summand, nämlich für k gleich l, und das liefert hier, wenn Sie so wollen, gerade bk mal 1 nur noch, weil das Integral ja dann den Wert 1 hat. Also erhalten wir hier bk offensichtlich. Das bedeutet, wir können also unsere Koeffizienten, bl, Entschuldigung, nicht bk, sondern bl schreibe ich hier hin. Wir können also unsere ganzen Koeffizienten bl berechnen durch dieses Integral im Prinzip. Und das macht dann Sinn, wenn Sie ein trigonometrisches Polynom zum Beispiel haben, wo Sie die Koeffizienten nicht sofort ablesen können, dann könnte man diese Koeffizienten mithilfe dieser Integralformel hier einfach berechnen. Und was wir jetzt noch einmal machen wollen, ist, wir betrachten jetzt mal ein zweites Integral. Wir wollen jetzt auch die Koeffizienten al ausrechnen. Dazu betrachten wir das Integral 2 dividiert durch t, Integral von 0 bis t über unser trigonometrisches reelles Polynom phi n von t. Diesmal multiplizieren wir das mit Cosinus l Omega t dt. So. Das heißt also, letztendlich bleibt das Ergebnis fast dasselbe, bloß dass Sie den Sinus L Omega T jetzt ersetzen müssen in der ganzen Formel hier durch Cosinus L Omega T. Dann erhalten wir die Summe von k gleich 0 bis n ak multipliziert mit 2 dividiert durch t, Integral von 0 bis t, Cosinus k Omega t multipliziert ja, und der Sinus, der hier oben steht, der geht jetzt über in den Cosinus L Omega t dt plus bk mal 2 dividiert durch t mal dem Integral von 0 bis t Sinus von k Omega t, und der Sinus L Omega t geht jetzt über in den Cosinus L Omega t dt. So, und nun können wir ablesen mit unseren Orthogonalitätsrelationen, die wir oben im Satz bewiesen haben. Das erste Integral kann zwei Werte liefern. Und zwar kann es den Wert 1 liefern für den Fall,
dass k gleich l ist. Oder den Wert 0 für den Fall, dass k ungleich l ist. Und das zweite Integral hier ist immer 0 für alle k und alle l. Das heißt, von der ganzen Summe bleibt eigentlich nur noch ein einziger Summand über und dieser Summand wäre gerade al, k ist ja gleich l in diesem Fall, mal 1 und das ist gerade al. Das bedeutet, alle Koeffizienten al lassen sich offensichtlich durch diese Formel hier berechnen. Für ein reelles trigonometrisches Polynom n-ter Ordnung. Was wir jetzt noch machen wollen, ist den Fall anschauen, den wir gerade ausgeschlossen haben, nämlich den Fall l gleich 0. Und diesen Fall behandeln wir mal gesondert, also zweitens, wir behandeln jetzt den Fall l gleich 0 und betrachten wieder unser Integral, im ersten Fall 2 dividiert durch t, Integral von 0 bis t, ja, Phi n von t mal Sinus l Omega t. Schauen wir uns das Integral nochmal an. Wir hatten ja 2 durch t mal Integral von 0 bis t, Phi n von t, Sinus l Omega t. Wenn Sie dort l gleich 0 einsetzen, erhalten Sie gerade Sinus von 0. Dt, ja, Sinus von 0, wissen wir, es 0, sodass der ganze Integrant 0 wird. Das Integral liefert uns also offensichtlich den Wert 0 gerade. Betrachten wir das zweite Integral. 2 dividiert durch t, Integral von 0 bis t. Phi n von t. Und dort hatten wir multipliziert mit Cosinus l Omega t. In unserem Fall, weil l ja gleich 0 ist, erhalten Sie Cosinus von 0 dt. Cosinus von 0 ist aber gerade 1. So dass wir hier schreiben können, das ist 2 dividiert durch t mal Integral von 0 bis t. Und nun setzen wir hier mal die definitorische Gleichung ein für das reelle trigonometrische Polynom, also die Summe von k gleich 0 bis n über ak mal Cosinus k Omega t plus bk mal Sinus k Omega t. dt. Und was wir jetzt hier machen ist, wir vertauschen jetzt hier die Integration wieder mit der Summation und spalten die Summe gleichzeitig mal etwas auf. Wir können dafür schreiben, das ist 2 dividiert durch t. Das Integral und die Summe vertausche ich jetzt, wie gesagt. Oder, ja, nee, vielleicht mache ich das doch erstmal anders. Ich schreibe hin, das ist, wir schreiben uns mal die Summe etwas auseinandergezogen hin. Für k gleich 0 erhalten Sie ja das folgende Integral. Das ist das Integral von 0 bis t. Setzen Sie k gleich 0 hier ein, bleibt hier übrig a0 mal Cosinus von 0. Ja, Cosinus von 0 ist 1. Plus b0 mal Sinus von 0. Und Sinus von 0 ist 0, sodass wir einfach nur als ersten Summanden hier eigentlich a0 dt einfach stehen haben. Plus, so, und die ganzen anderen Summanden, die jetzt noch folgen, fasse ich alle zusammen und vertausche jetzt hier mal gleichzeitig die Integration mit der Summation. Ich schreibe also hin die verbleibenden Summanden von k gleich 1 bis n über dem Integral von 0 bis t von ak Cosinus k Omega t plus bk mal Sinus k Omega t dt. So, bilden wir jetzt die Stammfunktion im nächsten Schritt. Dann erhalten wir hier, das ist 2 dividiert durch t, erstmal den Vorfaktor hinschreiben, multipliziert mit. Ja, das Integral a0 dt liefert gerade a0 mal t in den Grenzen von 0 bis t plus. Und für die Summe, für die Summanden erhalten wir jeweils die Stammfunktion. Ja, aus Cosinus wird eine Stammfunktion ein Sinus, also ak dividiert durch k Omega mal Sinus k Omega t. Das wäre die Stammfunktion von ak mal Cosinus k Omega t. Und die Stammfunktion vom Sinus liefert ja ein Minus Cosinus,
also minus bk in diesem Fall durch k Omega mal Cosinus von k Omega t. So, werten wir das Ganze aus, also ich muss hier noch hinschreiben, unterste Grenze füge ich hier nochmal ein, von 0 bis oberste Grenze t. Ist gleich 2 dividiert durch t, multipliziert mit a0 mal groß t erhalten wir, minus a0 mal 0 kann ich weglassen, plus Summe k gleich 1 bis n. Ja, setzen wir die obere Grenze ein und bedenken, natürlich gilt hier immer noch, Omega mal groß t ist natürlich wieder 2pi. Das setzen wir jetzt hier ein, also wir bilden die Stammfunktion, das gibt an der oberen Grenze, das ergibt ak dividiert durch k mal Omega, Stammfunktion an der oberen Grenze, das heißt Sinus von k Omega mal groß t, also k mal 2pi. Und da wissen wir, das ist gerade wieder 0, weil das gerade die Nullstellen der Sinusfunktion sind. Minus bk durch k Omega mal Cosinus von k mal Omega mal groß t, das ist k mal 2pi. Und hier wissen wir, ein ganzzahliges Vielfaches von 2pi liefert im Cosinus den Wert 1. Minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, ja gut, setzen Sie 0 ein beim Sinus, der Term fällt weg, weil Sinus von 0 ist ja 0. Bleibt nur noch Plus, weil Minus mal Minus Plus ist, bk dividiert durch k mal Omega mal Cosinus an der Stelle 0. Und wir wissen, der Cosinus an der Stelle 0 ist ja wieder 1. Und dann sehen Sie offensichtlich, dass sich die ganze Summe hier weghebt oder aufhebt. Und wir erhalten letztendlich hier merkwürdigerweise folgendes Ergebnis, nämlich 2 durch t mal a0 mal t. Kürzen Sie das t heraus, erhalten Sie 2 mal a0. Das Ziel ist es jetzt hier, wir wollen ja alle Koeffizienten des trigonometrischen Polynoms möglichst mit einer Formel beschreiben. Schauen wir uns jetzt vielleicht noch einmal an, unser trigonometrisches Polynom, wie das definiert war. Das hatte ich hier oben ja hingeschrieben. Hier steht es. Dieses können wir auch noch etwas anders schreiben. Und zwar kann ich für dieses trigonometrische Polynom Folgendes schreiben. Und zwar phi n von t ist gleich a0 halbe. Und warum hier a0 halbe steht, das erkläre ich gleich, plus die Summe von k gleich 1 bis n ak mal Cosinus k Omega t plus bk mal Sinus k Omega t. Wenn ich das jetzt so hinschreibe, in dieser Form, kann ich Folgendes sagen. Dann berechnen sich sämtliche bk-Werte durch die Formel 2 dividiert durch t mal, also ich schreibe das mal so hin, mit bk ist 2 dividiert durch t, Integral von 0 bis t, das hatten wir oben gerade hergeleitet, phi n von t mal Cosinus von k Omega t dt, und zwar gilt das für alle k-Element 0, 1 und so weiter bis n. Also sämtliche Koeffizienten bk lassen sich jetzt mit dieser Formel berechnen. Das gilt auch für die Koeffizienten ak. Allerdings, wir haben ja eben gesehen, dass das Integral hier nicht den Wert a0 lieferte, sondern 2 mal a0. Und das berücksichtigen wir jetzt gerade dadurch, indem wir für den ersten Summanden hier a0 halbe hinschreiben. Das heißt, die Hälfte dieses Wertes, des Integrals nehmen. Und dann lassen sich tatsächlich, wenn wir das so einführen, sämtliche Koeffizienten ak berechnen durch die Formel 2 dividiert durch t. Ich habe ja, glaube ich, einen Fehler gemacht. Hier muss natürlich Sinus stehen. Entschuldigung, hier oben. Die bk's werden berechnet mit dem Integral über den Sinus und die ak's werden berechnet mit dem Integral über den Cosinus. Also phi n von t mal Cosinus k Omega t dt. Das gilt für alle k-Element 0,
1 und so weiter. Also der Sinn, dass wir hier vorne den ersten Summanden mit A0 halbe abkürzen, ist eigentlich nur der, damit wir alle A-Koeffizienten durch die eine Formel hier berechnen können. Viele Studenten fragen mich immer, warum steht hier gerade A0 halbe, wenn sie sich das trigonometrische Polynom nochmal anschauen. Das war ja die Summe von k gleich 0 bis n. Dann haben wir ja gehabt ak mal Cosinus k Omega t plus bk mal Sinus k Omega t. So, jetzt pflücke ich die Summe mal ein bisschen auseinander. Den ersten Summanden schreibe ich mir mal hin. Der würde ja hier eigentlich nur a0 liefern. Denn a0 mal Cosinus von 0 ist a0 und b0 mal Sinus von 0 fällt sowieso weg. Das heißt, B0 können Sie einsetzen, was Sie wollen. Im Prinzip auch die 0, die wir oben ausgerechnet haben, können wir nehmen, weil dieser Summand aufgrund des Sinuses von 0 immer wegfällt. Dann würde hier eigentlich das ja nicht übrig bleiben. Also A0 plus Summe von K gleich 1 bis N, ja, über diese ganzen Terme dann hier. Und die Frage ist, warum steht da gerade A0 halbe da vorne? Und der Grund ist einfach der, weil wir diese Koeffizienten von diesem reellen trigonometrischen Polynom gerne berechnen wollen mit diesen beiden Formeln. Und diese beiden Formeln sollen für alle natürlichen Zahlen von 0 bis n gelten. Zu diesem Video ist ein Übungsbuch erschienen, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen bereitstellt. Besuchen Sie vielleicht doch einmal unsere Homepage durch einen Klick auf den rechts unten stehenden Link, um einige Seiten aus diesem Buch Probe zu lesen.